Herr Bazderski, als stellvertretender Bundesvorsitzender der Partei müssen Sie natürlich jetzt das Wahlergebnis loben. Und die AfD hat ja in der Tat in beiden Bundesländern gewaltig zugelegt. Aber von parlamentarischer Verantwortung sind Sie ja trotzdem meilenweit entfernt. Das sehe ich nicht so, sondern auch eine Opposition kann ja gute Arbeit machen. Auf der anderen Seite müssen sich natürlich die anderen Parteien fragen, wie sie mit der AfD in Zukunft umgehen. Denn der Wählerwille sagt ja ganz eindeutig, die AfD soll offensichtlich in Regierungsverantwortung. Und wenn Sie auch die Wähler der AfD sehen, genau die Wähler sagen, ja, wir möchten die AfD in Regierungsverantwortung sehen. Also wenn die AfD diesmal nicht drankommt, bin ich sicher, dass die Ergebnisse beim nächsten Mal noch besser werden. Sagen Sie, die Wähler erwarten, dass Sie in Regierungsverantwortung kommen. Denken Sie, dass Sie es noch schaffen, einen Keil in die sächsische CDU zu treiben, dass die Partei, die Sachsen-CDU, sich vielleicht doch mal überlegt, ob sie eine Kenia-Koalition macht oder ein Bündnis mit Ihnen? Also ich könnte mir zumindest vorstellen, dass man drüber nachdenken muss. Die andere Geschichte ist ja auch, man muss mal überlegen, ob man auch eine Minderheitenregierung nicht tolerieren kann. Denn Herr Kretschmer hat ganz eindeutig gesagt vor den Wahlen, dass er mit den Grünen nicht zusammengehen möchte. Wenn er jetzt dieses Versprechen bricht, dann bricht er ja auch gegenüber seinen Wählern das Versprechen. Also er muss klug handeln und er muss vor allen Dingen auch die richtige Entscheidung treffen. Und den Wählerwillen darf er nicht ignorieren. Aber seinen Wählern hat er vor allen Dingen versprochen, in keinem Fall mit Ihnen zu koalieren oder auch nur ein Bündnis zu akzeptieren. Ja, wissen Sie, ich weiß nicht, wie lange dieser Schwur halten wird. Es ist auf jeden Fall so, man wird auf Dauer die AfD nicht ausgrenzen können. 27,5% der Wähler kann man nicht ausgrenzen. Also jeder vierte Wähler hat AfD gewählt und das zeigt eigentlich ganz, ganz deutlich, was der Wähler in Sachsen möchte und was der Wähler auch in Brandenburg möchte. Die anderen Parteien grenzen sich von der AfD ab, aber auch viele Politiker ihrer Partei grenzen sich von anderen Parteien ab. Muss da nicht die AfD auch noch etwas ändern? Nein, denke ich nicht. Ich glaube, wir haben hier im Moment haben wir ja alle Parteien gegen die AfD. Das halte ich für einen Fehler, weil letzten Endes muss unsere Demokratie ja funktionieren. Und unsere Demokratie funktioniert nur, wenn man auch den Wählerwillen akzeptiert. Und der Wählerwille sagt ganz eindeutig, halte es mit der AfD, versuche es mit der AfD. Und ich bin auch sicher, dass das mittelfristig auch der Fall sein wird. Es wird genauso kommen wie bei den Grünen, dass die AfD genauso koalitionsfähig für andere Parteien werden wird. Und dann werden wir die Politik mitgestalten. Das ist möglicherweise der Herbst der rechten Flügelmänner in der AfD. Kalbitz und Urban jetzt in Brandenburg und Sachsen gewonnen. Höcke möglicherweise mit einem guten Ergebnis in Thüringen Ende Oktober. Könnte es für einen Moderaten wie für Sie in der Partei, der nicht zum Flügel gehört, auf dem Bundesparteitag in Braunschweig Anfang Dezember eng werden, wenn die Parteispitze neu gewählt wird? Das sehe ich nicht so, denn gerade bei der Wahl der Parteispitze kommt es ja darauf an, wer kann das, wer ist bereit, sich einzubringen, wer hat die Kompetenz und wir sind eine Partei. Das heißt, auch die Personen in der Partei werden natürlich ihre Wahl danach ausrichten, dass sie sagen, was ist für die Partei am besten. Und da bin ich doch sehr hoffnungsvoll, dass wir den richtigen Bundesvorstand kriegen werden, der auch die Partei in die richtige Richtung führt.